Ich finde nicht, dass Respekt zwangsläufig bedeutet, das Bürgergeld zu erhöhen, den Mindestlohn zu erhöhen oder was auch immer, sondern ich finde, wenn der Mensch sich auf den Weg macht, sein Ding zu machen, um da Wertschätzung und Respekt gegenüber zu zeigen, indem man ihn feiert und indem man ihm möglichst die bürokratischen Hürden und die Hürden generell wegnimmt, das ist Respekt. Alle, die morgens aufstehen und sich für unser Land und unsere Werte, Entschuldigung, den Arsch aufreißen, das sind Leute, die müssen wir feiern. Die müssen wir als Gesellschaft, müssen wir die auf die Arme heben, müssen wir auf die Arme nehmen und hochleben lassen.